Herzlich willkommen bei Traubeliebe TV. Freude und Genuss am Wein zelebriert. Heute nochmal aus Bern, direkt hier, kurz unter der Rosenhöhe, direkt über den Altstadt, um nochmal zwei sympathische Weine zu degustieren. Und es ist so, heute gehen wir einmal nach Portugal, einmal Richtung Zentralportugal in der Douro-Region, wo wir einen Blend haben. Diese habe ich auch schon vor mir, um kurz mein Weinglas vorzureinigen. Und als zweite Weingabe Richtung Wallis, ein Schweizer Rot, ein sehr schöner Pinot Noir hoffentlich, oder auf Deutsch ein Blauburgunder. So, da werden wir mal schauen. Fangen wir jetzt gleich mal an mit Wein Nummer 1 aus Portugal. Ein Portugiese, und das ist ein Wein aus der Douro-Region, das ist aus Zentralportugal, ist ein Wein aus 2012. Ist aus 3 bis 4 verschiedenen Trauben hergestellt. Das ist ein Blend der Touriga Nacional, eine der beliebtesten Trauben in Portugal. Einmal der Aragonés, Jean, und einmal der Alfa Rocheiro. Aussprache wie immer wieder, Portugiesisch, das muss ich noch mal irgendwann mal lernen. Schöne Sprache, wunderschönes Land, bringt unglaublich tolle Weine hervor. Und das ist auch so wieder so ein Punkt, wo das immer wieder spannend ist. Da dieser Wein ist jetzt so ein Preispunkt 4 Franken auf den Punkt. Und das bedeutet natürlich, stellt bestimmte Erwartungen, Preis-Leistung, mal gucken. Vielleicht ist das dieses Schatz, dieses Schnäppchen, was wir uns wünschen. 13 Volumenprozent Alkohol, diese Blend aus Trauben, da bin ich erstmal gespannt. Da die Region liegt auf einem riesen Plateau. Und natürlich gibt es da auf diesem Plateau von Wetterbedingungen natürlich interessante Verhältnisse. Haben relativ viel Regen im Winter, aber dafür lange Sommers, die vielleicht sehr konzentrierte Weine hervorbringen. Was natürlich auch vor dem Winter bestimmte Herausforderungen bringt. Da es ist nämlich so, dass diese Weine, wenn man diese extrem heiße Sommer hat, kann es auch passieren, dass die Weine zu viel Alkohol haben. Und da muss man gucken, wie man erntet. Und da gibt es bestimmte Herausforderungen, die ein Winzer sich stellen muss. Und mal gucken, was ein Winzer da machen kann in Portugal vor einem Wein, der für 4 Franken in der Schweiz verkauft wird. Ich bin jetzt gespannt. So, rein von Farbe her, wenn wir jetzt mal gucken, der ist sehr dunkel. Der ist nicht schwarz, aber der ist extrem dunkel, rein von Tinte her, wenn man guckt. Ist nicht wie diese südafrikanischen schwarzen Tod im Glas. Aber jetzt, von Nase, riecht nach Wein. Hat eine Nase, man kann vielleicht mal kurz gucken, da sieht man auch schon von Farbe, der ist sehr dunkel. Aber trotzdem, jetzt werden wir mal gucken hier, was der von Nase und von Struktur mit sich mitbringt. Da ich erwarte jetzt eigentlich von diesem Blender eine relativ schöne Perspektive im Mund, viel Spaß, strukturierte Tanninen, einfach ein Tiefgang, der mega viel Spaß macht. Nase, leichte rote Beeren, nicht überdominant, macht bis jetzt noch nicht diesen super Zuckerbombe-Eindruck. Auch nicht überalkoholisiert, so mit 13% ist das natürlich völlig okay. Überraschung, ist gar nicht so schlecht. Hat nette Beeren. Nette Struktur, in diesem Sinne nicht zu tief, hat ein mildes Tanninengeruch, ist für meinen Geschmack immer noch zu süßlich, hat zu viel, ist einfach zu süß. Da fehlt ein bisschen die Acidität, der Wein ein bisschen hochhebt und auch schön die Möglichkeit mit Essen. Mit Essen ist immer wünschenswert, dass ein Wein einen bestimmten Teil an Acidität hat, um einfach auch das Essen hervorzuheben. Das ist ein Wein, der kriegt ein 77 Punkte, ist nicht überragend toll, aber auch nicht unglaublich schlecht. So von Nase her unspektakulär, auch im Mund, spielt kein Feuerwerk, aber trotzdem nicht übel. Aber dann gehen wir jetzt mal zu dem nächsten Wein. Das machen wir jetzt schon neugierig auf unsere Schweizer Kollegen aus der Wallis.
um zu gucken, wie die sich stellt gegenüber der Portugiesen von Struktur her. Natürlich ein ganz anderer Wein, da das ein Blauburgunder ist, der wird leichter sein, aber trotzdem eine sehr spannende Sache, wie die zwei Weine sich präsentieren. So, bis gleich. Fangen wir an mit Wein Nummer 2. Das ist ein Pinot Noir oder ein Blauburgunder aus der Wallis. Das Gebiet Salgesch liegt nicht weit weg von Cher. Und Cher liegt an einem Fluss, der heißt Le Rhône. So nicht zu verwechseln mit der Rhone aus Frankreich, aber Le Rhône in der Schweiz. Bezüglich der Wein, der ist aus 2014, ist auch ein ganz junger Wein noch. Muss man wahrscheinlich noch lagern. Der wird relativ viel Acidität haben auch. Für so einen jungen Wein, 100% Pinot Noir, kostet 6,95 Franken bei Aldi und ist ein klein bisschen teurer als unsere liebe Portugiese. Aber natürlich für Schweizer Weine fängt das einfach ein bisschen teurer an, da die Kosten auch in der Schweiz entsprechend höher sind. Und auch die Erträge sind oft kleinere Winzer, die dann auch weniger Flaschen herstellen. So, ich bin jetzt mal gespannt. So rein von Farbe her kann man jetzt schon sagen, das ist der Pinot Noir vom Feinsten. Das ist diese typische Pinot Noir Farbe, die man kennt. Ich werde mal versuchen, das jetzt mal euch zu zeigen. So, das ist einfach ja, Pinot Noir, mein Gott, leichtes Rot, wird Beeren mit sich mitbringen. Ja, klassische Pinot Noir Nase. Erstmal interessant, so leichte Beeren. Vielleicht ein Krabbel von sag mal Landluft oder so, so dieses sag mal, so Stallboden oder so, wenn man so Pferdestall aufmacht. Aber ist sehr angenehm. So, das ist eigentlich eine angenehme Nase. Das ist erstmal Dankeschön. Und Acidität wie erwartet, leichte Früchtigkeit, ist natürlich noch ein sehr junger Wein, das sollte man wissen. Würde ich auch vielleicht noch ein bisschen warten. Für 7 Franken nicht wahnsinnig komplex, aber ist okay. 78 Punkte ist ein Wein, kann man kaufen, ist im Einsteigsegment. Erwartet da jetzt keine Wunder, aber für 7 Franken völlig okay, völlig legitim. Einfach ist leicht, ist so ein kleiner Sommerrotwein, ist okay. Was ist 78 Punkte, ist nicht eine direkte Kaufempfehlung, aber ist eigentlich ganz nett. Sicher, wenn man das vergleicht mit den Katastrophen, die wir schon vorher getestet haben und auch gesehen haben im Glas aus Südafrika, aus Italien, aus Frankreich, aus Down Under, aus Portugal, ist das eigentlich eine ganz nette Sache hier aus der Schweiz. Rein diese Leichtigkeit ist sehr angenehm, anderen Typ von Wein, aber von sage ich mal, so rein Objektivität ganz okay hergestellt vor dem Preispunkt. So darum, das ist der Gewinner von heute. Und das ist auch wieder das Ende von der Sendung von heute. So, wir sehen uns bald wieder. Es gibt ein paar nette Überraschungen über die nächsten 5 Tage. Da werden sehr interessante Weinevents stattfinden. Nette Weine werden degustiert werden. Aber da werde ich euch bald mehr über erzählen. Also erstmal ein herzliches Dank fürs Zuschauen. Ein lieber Grüß aus Bern. Und wir sehen uns bald wieder. Und wie immer wünsche ich euch schöne Weine. Suche auch die passenden Leute dazu. Weinpairing und Leutepairing ist extrem wichtig. Wein muss geteilt werden. Wein ist das wunderschönste Tröpfchen der Welt. Und nochmals vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine sehr schöne Woche. Und genießt es und sucht auch die schönsten Weine aus. Alles Liebe aus Bern und Prost!